Hallo, ich bin Ulrich. Ja. So, es geht jetzt, wo bin ich jetzt gerade? Was will ich? Nee, wo will ich überhaupt hin? Ich will heute, also jetzt in dieser Serie von Pompeji bei Nancy, bis den E2, den Europäischen Fernwanderweg E2 GR5 nach Saarburg laufen. Der geht eigentlich gar nicht nach Saarburg, sondern irgendwie 10 Kilometer an Saarburg vorbei. Das wird noch eine Herausforderung. So, wo bin ich jetzt gerade? Ich stehe jetzt hier auf dem letzten Parkplatz in Deutschland, bevor ich jetzt nach Luxemburg, nach Wasserbillig reinfahre. Interessant fand ich, habe ja das normale Wanderer-Navi hier mitlaufen, Auto-Navi habe ich natürlich auch. Interessant fand ich, auf 300 Kilometern hatte ich ganze 45 Sekunden gestanden. Auf dem ganzen Weg hierher. Mittlerweile sind es 9 Minuten und 45, also 9 Minuten stehe ich hier schon wieder, bis ich die Videoleuchte rausgekramt hatte, was keine Videoleuchte ist, sondern eigentlich eine Powerbank mit einer Solarzelle und so weiter. Ja. So, Optionen sind jetzt. Womit habe ich den gestrigen Tag verbracht? Zum einen damit verbracht, hier die Frankreich-Karten draufzuziehen. Es war eine Katastrophe. Dabei habe ich mir mein komplettes Computersystem zerschossen. Ich mache mal ganz vorsichtig so. Ja, ein paar Flüche sind mir da auch bei rübergekommen. Es ist wirklich, es sieht wirklich so aus, als wenn Garmin uns hier systematisch Steine in den Weg legt. Also, dass die Geräte laufen nicht mit jeder SD-Karte. Ich habe noch keine Lösung für dieses Problem oder für diese Herausforderung, wirklich nicht. So. Weiterhin habe ich mir den Kopf zerbrochen, das ist eine 100 Kilometer Tour. Ich habe die Woche Urlaub, wir sind jetzt in der ersten Märzwoche. Heute ist der 1. März. Dieses Jahr war übrigens für den Fall, dass das Video ein paar Jahre alt wird, gestern war Schaltjahr, also 29. Februar. Heute ist Sonntag, der 1. März. Gut. So, was wollte ich jetzt erzählen? Ach ja, eine 100-Kilometer-Tour. Ich habe gestern den ganzen Tag französische Busfahrpläne sortiert und gemacht und getan und überlegt. Ich habe aktuell noch keine Lösung. Ich will jetzt erstmal wenigstens bis nach Wasserbillig oder wahrscheinlich auch bis zum Autobahnrasthof nach Luxemburg rein. Tanken. Ja, ich fahre ja jetzt wieder Normalbenzin. Hatte ich ja schon mal, dass ich im Wasserbillig stand und nach Deutschland fahren musste, um tanken zu können. Ja, mit Autogas kannst du einiges erleben. Gut, und dann will ich in Pont-à-Mousson, wo ich ja letztes Mal schon Station gemacht habe, die Videos sind ja zwischenzeitlich auch schon online, auch die Nacht wieder verbringen und von da aus dann überlegen, wie ich es jetzt mache. Jetzt geht das wieder los. Ich kann wirklich die Ortsnamen, ich habe in Holland schon Probleme, die Namen auszusprechen, geschweige denn hier in Frankreich. So, eine Option ist, nach Vic-sur-Seille zu fahren, von da aus mit dem Omnibus nach Nancy und mit dem Zug nach Pompeji und dann nach Vic-sur-Seille zurückzulaufen, wäre das Programm für morgen. Das ist unheimlich weit, das sind immer noch über 40 Kilometer. Morgen dann, also im zweiten Tag dann, von Diyuz mit dem Omnibus nach Saarburg und von da aus nach Diyuz zurück und am Mittwoch dann eine kurze Tour zu machen von Vic-sur-Seille nach Diyuz. Ja. Oder was andersrum. So. Das ist der eine Plan mit den Omnibussen. Abenteuer in Frankreich Bus zu fahren. Risiko ist natürlich, dass das schief geht. Dann habe ich ein Problem. Ein richtiges Problem. So, die andere Tour ist, der andere Gedankengang ist, der erste Gedanke ist meistens der beste. Heißt, mit dem Auto morgen dann nach Saarburg zu fahren und mit dem Zug von Saarburg über Nancy nach Pompeji. Und dann das kommen die kompletten 100 Kilometer mit dann wahrscheinlich einer Übernachtung draußen durchzulaufen. Dass ich wirklich 100 Kilometer durchziehe. Ich weiß es ehrlich gesagt im Moment noch nicht, das muss ich überlegen. Die Option von Pompeji über Nancy nach Saarburg zu fahren ist natürlich auch noch da.
Aber viel anders geht es nicht. Aber Busfahren in Frankreich, das sind alles nur, was ich da gefunden habe, Rufbusse. Es gibt Buslinien, ja, Rom to Rio oder so heißt das. Also Rom 2 Rio heißt die Seite. Da habe ich einiges gefunden. Aber das führt alles ins Nirvana. Das sind Buslinien, die sind zwar da, aber die fahren zweimal am Tag, wenn überhaupt. Es scheinen reine Schulbusse zu sein. Und sonntags fahren sie sowieso nicht und auch unter der Woche fahren sie, wenn überhaupt, dann als Rufbus. Nachdem ich das alles studiert habe, gestern habe ich fast den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als, wie gesagt, SD-Karten geladen und mit diesen Busverbindungen mich auseinandergesetzt. Das sind alles nur Schulbusse oder Rufbusse. Und das würde auch erklären, warum ich bei den ganzen Touren, die ich hier in Frankreich ja schon gemacht habe, mir noch nie ein Bus begegnet ist. Weil Rufbusse fahren ja meistens nicht als Omnibus, sondern als Taxi im Linienverkehr. Fahre ich ja selbst mittlerweile auch, hatte ich ja im letzten Video erzählt. Ja, muss ich überlegen. Risiko, so. Das Schöne daran, das als Dreitagestour mit Omnibussen zu machen, ist natürlich, dass ich abends immer wieder im Auto bin. Ne? Das Schöne, das mit dem Zug zu machen, ist natürlich, dass ich problemlos durchlaufen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das Wetter, es regnet. In Köln hat es unheimlich stark geregnet. Aber ansonsten bin ich bis hierhin eigentlich gut durchgekommen. Aktuell, das waren 300 Kilometer in 3 Stunden und 50, also 300 Kilometer in 4 Stunden gut. Ja, mittlerweile stehe ich schon wieder eine Viertelstunde. Ja, wie lange bin ich schon wieder am Erzählen, ne? Okay, so, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal in Luxemburg tanken. Dann auf jeden Fall nach Pont-à-Mousson, weil da weiß ich, dass ich da stehen kann über Nacht. Und von da aus mache ich mir dann Gedanken, wie ich dann den morgigen Tag angehe. Es sieht im Moment wirklich danach aus, als dass ich doch der erste Gedanke ist, der beste, wahrscheinlich bis Saarburg fahren werde. Entweder Saarburg, Pompeji oder Pompeji, Saarburg, das so durch und dann durchziehe. 23.50 Uhr, ich bin in Pont-à-Mousson, so wie geplant. Und ja, ich habe mich jetzt also entschlossen, wirklich nach Saarburg zu fahren morgen. Das ist bei allem, was ich jetzt abgewogen habe, ist das die beste Option. Ne? Und dann wirklich 100 Kilometer durchzuziehen in 2 Etappen mit einer Übernachtung irgendwie. Ich muss mal gucken, wenn es eine 2. Übernachtung gibt, dann ist das nicht so ein Problem. Muss man sehen. Irgendwo ist ja auch eine Bahnlinie, ja. So, wenn es zum Abbruch kommt, immer noch irgendwo in der Nähe. Ganz aus der Zivilisation sind wir ja hier nicht draußen. Aber wie gesagt, Busfahren, ich habe das jetzt alles abgewogen, vorwärts, rückwärts, seitwärts, ins Navi eingegeben, Fix Your Sail und die Jus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig spreche. Ich bleibe erstmal dabei. Die erste Idee, der erste Gedanke ist offensichtlich der beste. Ich werde also morgen von hier nach Saarburg fahren zum Bahnhof. Dort fährt irgendwie schon um 5 Uhr. Habe ich gerade rausgesucht. Über den Planer von der Bundesbahn kann man das immer sehr gut. Um 5.30 Uhr, 5.25 Uhr fährt der erste Bus, der erste Zug nach Nancy. Und dann sind wir 6.40 Uhr in Pompeji planmäßig. 7 Uhr geht die Sonne auf. Ich werde um 6.40 Uhr, ja ziemlich, also dann relativ gut bei Sonnenaufgang, wahrscheinlich in Pompeji sein. Und das müsste dann so eigentlich laufen. Und dann wird es eine Nacht irgendwo am Wegesrand geben, bei einer eisigen Kälte. Das Thermometer zeigt irgendwie 4 Grad an. Achso, ja, habe ich ja jetzt aus. Zeigt irgendwie 4 Grad an. Ja, super. Aber der Schlafsack ist bis minus 8 Grad zugelassen und ich war auch schon bei minus 8 Grad draußen. So, allerdings hatte ich dann eigentlich immer noch das Auto irgendwie in der Nähe. Das wird dann also wirklich ein Abenteuer, weil 100 Kilometer ohne zu schlafen durch wird nicht funktionieren. 60 Kilometer habe ich wiederholt geschafft, ja. Ich bin also im Zug. Ich habe gerade den Schaffner getroffen. Der hat mir dann auf Englisch, sehr flüssig auf Englisch gesagt, ich kann das Billett bei ihm kaufen. Ich habe gerade mit dem Fahrkartenautomaten gekämpft. Der Zug hat Verspätung, irgendwie eine halbe Stunde, macht aber nichts, wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich habe Sorge, dass ich die EC-Karte abgeschossen habe dabei. Ich sitze hier in so einem richtig klassischen Abteil. Ich weiß gar nicht, welche Klasse. Er hat mir gesagt, setz dich einfach irgendwo mal in diesen Wagen.
Wir haben einen Zwischenstopp und dann geht's auch irgendwie weiter, aber wir werden mit Verspätung ankommen. Irgendein Zug nach Pompeji, da mache ich mir keinen Gedanken dann mehr drum. Wenn ich noch sie bin, dass ich da nicht weiter nach Pompeji komme, das denke ich, es dürfte dann kein Problem mehr sein. Die Fahrt hierher und morgen, ich habe mich dann natürlich gefragt, warum habe ich in Ponte Mousson übernachtet und mich dann doch erinnert. Ja, weil ich da halt schon so ein paar Kenntnisse hatte, aber dass das nochmal 90 Kilometer mit dem Auto hierher waren. So, ich war dann 5.05 Uhr sowas hier, hatte unterwegs noch eine Bremsung zu machen, weil eine Baustellenampel, die ich gar nicht als Baustellenampel wahrgenommen hätte, war, also Baustellen, die war schlecht gesichert nach deutschem Maßstab. Aber die Fahrt grundsätzlich da über Land von Pont-à-Mousson hier nach Saarburg, die hat Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen. Da waren zwar manch eine Hügelkette, ich verstehe jetzt, es ging, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Taxi Taxi? Also ich kenne ihn nicht, man hat mir nur gesagt, der sei in Pompeji gedreht worden. Keine Ahnung, das muss ich erstmal ungeprüft einfach so weitergeben. Ja, und ich verstehe jetzt warum. Geil, also hat schon Spaß gemacht zu fahren heute Nacht. Aber wie gesagt, das Fahrkarten kaufen, das war ein Abenteuer. Ist ein Abenteuer, ist ja noch nicht abgeschlossen. Also drei Automaten und ich komme mit keinem zurecht. Der eine tut's nicht, der zweite tut's auch nicht und der dritte will meine Karte nicht. Und glauben die wirklich, dass ich 12 Euro in Münzen habe? Hier. So. Hier kann man irgendwie... So, und wie geht es dann weiter? Und da hier bin ich immer wieder gescheitert. Ich glaube hier, ne? Keine Ahnung. Da. Als Deutscher fragt man sich, wie Behinderte da oben rüberkommen. So, es ist 7 Uhr, Moment, 7.13 Uhr. Und die Wanderung wird jetzt wie letztes Mal da auf der Treppe losgehen. Das sind bis hierher 597 Kilometer waren das jetzt. 7 Stunden 40 in Bewegung, 2 Stunden 13 Pause. Oh, wir sind 194 Meter über Normal Null. Das Taxameter muss ich jetzt nochmal auf Null stellen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das mit den Parkplätzen hier durchaus knapp. War also die Entscheidung... die ich da getroffen habe, gar nicht so falsch. So, Taxameter auf Null und dann zusehen, dass wir in den Weg kommen. Beim letzten Mal sind wir hier im Dunkeln hoch. Hier ist heute unheimlich viel Verkehr, ist ein ganz normaler Montag. Dies ist der Einstieg in den Weg. Da bin ich letztes Mal den Berg hochgestiefelt und dieses Mal geht es da weiter. Und von da bin ich beide Male gekommen. Vom Bahnhof hierher gute 1000 Meter. Und es ist jetzt 7.30 Uhr. Ja. Und jetzt kann ich mal, da ist unser Wegweiser, erzählen, wie ich mir das Ganze so vorstelle. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Da ist auch die Bank. Eine sehr idyllischen Stelle, ja. Also ganz falsch steht die da nicht mal. Da oben zweiter Wegweiser. Da hinten Zebrastreifen. Also, heute wenigstens 40 Kilometer. Die müssen einfach kommen. Dann sind es morgen theoretisch 60. Braucht man nicht viel rechnen. Bei einer realistischen Geschwindigkeit von irgendwie 3 km/h sind das 20 Stunden. Dann bin ich also morgen um diese Zeit... Mittwoch, also übermorgen um diese Zeit wieder im Auto, wenn ich die Nacht durchlaufe. Ja. Oder aber, es findet sich eine andere Lösung, die mir gerade eben auch noch nicht so wirklich erschließt.
Ja, da waren unterwegs einige Berge. Es ist 8 Uhr und ich bin total genervt, weil ich diese scheiß GoPro am liebsten in die Ecke schmeißen würde. So, aber wir konzentrieren uns auf die Landschaft. Da unten ist die Mosel. Über die Brücke bin ich gerade gestolpert. Da hatte ich das Video gemacht. Ja, und hier bin ich gerade im Berg hochgekraxelt. Oh, nee. Wir gucken uns das gleich noch mal gemütlicher an. So. Also, wenn ich hier so stehe, wie gesagt, über die Brücke bin ich gekraxelt und dann bin ich letztes Mal von der Logik da oben, das muss da hinten in der Ecke gewesen sein, wo die Häuser da zurückliegen, da den Berg oben hoch. Boah, nee. Ich jagen uns hier und ich bin viel zu warm, habe ich gerade wieder festgestellt, angezogen. Da habe ich extra die Gore-Tex-Jacke angezogen, weil ich dachte, es ist noch ziemlich kalt, wobei ich in den Bahnhöfen auch immer nur im Pulli rumgerannt bin. Und ja gut, wer rechnet hier mit solchen Steigungen? Wenn das hier und heute so weitergeht, dann komme ich aus dem Film gar nicht wieder raus. Ich bin noch nicht weit gekommen und ich sehe dort eine niegelneue Parkbank. Jetzt gucken wir uns die Gegend hier mal eben ein bisschen an. Parkbänke waren hier selten in der letzten Zeit. Forst Kommunal de Custins. La Forst est fragile. Also hier ist irgendwas ziemlich zerbrechlich. Wenn man jetzt hier mal rumguckt, haben die hier natürlich eine wunderschöne Stelle erwischt. Wie gesagt, da geht der Weg wahrscheinlich in die andere Richtung hoch. Ja, genau an dieser Wegegabelung. Super. Super gemacht. Geht der Weg da in den Wald und da oben sollte dann hoffentlich auch mal irgendwo die Spitze erreicht sein. Gut. So, was ich aber viel spannender finde, ist das. Das muss ich jetzt gleich erstmal fotografieren. Es ist 9 Uhr. Ja, und seitdem ich da den Berg hochgekraxelt bin, sieht es jetzt auch so aus. Wir machen mal einen Schwenk durch den Wald. So. Ja, wir sind hier ungefähr auf 300 Meter über Normal Null. Und seitdem es da gerade hochgegangen ist an der Parkbank, danach ging es noch ein bisschen weiter bergauf. Und seitdem hat es sich jetzt hier aber beruhigt, dass es auf dieser Hochebene weitergeht. Ja, da quietscht im Rucksack irgendwas. Zehn Stunden bis dunkel wird. Also 40 Kilometer plus das, was ich schon gelaufen habe, gibt durchaus eine realistische Chance, 50 Kilometer zu packen. Aber die ist auch wiederum gar nicht so realistisch, weil ich eigentlich irgendwo über so einem toten Punkt drin bin. Ich weiß, dass ich heute Nacht kaum geschlafen habe und das wird früher oder später zu so einem Leistungseinbruch kommen müssen heute. Aber mal gucken, wie wir kommen. 40 Kilometer ist allerdings ein Muss, sonst packe ich die Tour nicht. Das weiß ich relativ sicher. Da kommt wieder was. Also die Wege hier sind schon herrlich. Ja, matschig ist das hier alles.
das? Interessant. Ja, das wollte ich aber gar nicht filmen. Eigentlich wollte ich mich hier um die querliegenden Bäume kümmern. So, und nun? Also einen plausiblen Weg drumrum, den sehe ich irgendwie nicht. Ja. Ja, jetzt bin ich natürlich endgültig von oben bis unten auch eingesaut. Ist das hier so ein nicht bewirtschafteter Wald? Ah, da geht's aber hier außen rum. Hier sieht man auch Spuren, oder? Täuscht das wieder alles nur? Ja. Ja. Ja, okay. Es ist 9 Uhr. Ich bin gerade aus dem Wald rausgekommen und stehe hier auf so einer Pläne. Unter der Hochspannungsleitung bin ich gerade auch schon drunter durch. Ja, von da geradeaus bin ich aus dem Wald gekommen. Ja, hinter uns ist Gebüsch. Ja. Können wir mal wieder sagen, ist schön. Ist hier oben einfach schön. Einzig so allmählich könnte ich jetzt mal eine Parkbank wieder brauchen. Ich müsste auch mal, ja, so ein Pulli ist kalt. Ich könnte eine Windjacke anziehen. Das wäre mir jetzt mal wirklich eine Maßnahme, weil es ist einfach windig, wäre ideal. Aber jetzt einen Rucksack abzunehmen, ja, und so weiter. Es ist 11 Uhr. Hier habe ich, ja, ich bin hier nicht ganz alleine. So, da habe ich jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht. Also Wicks for Sale sind Luftlinie von hier jetzt noch 20 Kilometer. Kilometer habe ich aktuell schon gemacht. Wären also 35 plus noch Differenz obendrauf, weil wir keine Luftlinie laufen, 45 Kilometer. Wicks for Sale wäre also schon ein Tagesziel. War ja auch als Tagesziel von mir übrigens angepeilt. So. Ja. Ach ja, seitdem ich da in diesem Dorf bin, haben die Markierungen übrigens aufgehört. Ne? Sind schlagartig weg. Da gab es eine Markierung. Ja, da wusste ich jetzt nicht so ganz genau, was machst du jetzt.
Markierung folgen oder Track folgen. Im Zweifel laufe ich lieber nach GPS. Und da waren die Markierungen weg. Das da hinten sieht so aus, als wenn sie da vielleicht wieder auftauchen könnten. Hier tauchen die Markierungen nämlich wieder auf. So, das sieht so aus, als wenn der Weg umgelegt wurde. Aber rüber müssen wir jetzt trotzdem irgendwie. Ja, da oben sind unsere Markierungen wieder. Amance. Club Alpin Français, ja. Aber es ist immer das Problem, wenn sich die Ausflaggung nicht mit dem Track überein noch passt, dann weißt du eben nicht, was du jetzt machen sollst. Es ist 12 Uhr. Eine herrliche Landschaft ist das hier. Es fängt gerade an, so ein bisschen zu nieseln. Das nimmt auch die letzte Stunde ein bisschen mehr zu. Ja, von da bin ich gerade gekommen. Ja. So. Mal gucken, wenn es nicht schlimmer wird, aber ich befürchte, es hat immer mal wieder geregnet, gerade auf dem Hinweg auch viel. Es ist 13 Uhr. Es ist mittlerweile richtig am Regnen. Richtig am Regnen, wie man hier sieht. Ja, dieses Gewässer wollte ich halt auch noch erreichen, bevor ich die Regensachen anziehen musste. Ja, das hier ist irgendwie der Überlauf von diesem Teich. Von da bin ich gekommen. War natürlich irgendwie überhaupt wieder keine Bänke. So. Ja, Bänke habe ich, hat es jetzt hier zwei verrottete. Dieses hier ist irgendwie der Überlauf. So, ich dachte, da hinten ist eine Hütte, aber da stehen so unheimlich viele Autos. So, was steht hier noch? En Tank de Brinsusail. Ich sehe aktuell ungefähr so aus. Ja. Handy wasserdicht, Kamera wasserdicht, mal gucken, wie es weitergeht. Notfalls habe ich ja auch noch, wie gesagt, Hardcore-Regenkleidung. Und ja, da werden wir noch mal sehen. Wie es jetzt weitergeht. In einer Stunde will ich eigentlich Siesta machen, muss ich mal sehen. So überhaupt keine Unterstellhäuschen, nichts dergleichen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, ja. Das ist aber ein schöner See. 14 Uhr. Da muss ich gleich weiter, wenn ich das richtig weiß. Von da bin ich gekommen und ich habe beschlossen, in diesem Bushaltehäuschen, da lasse ich mich jetzt erstmal nieder. Ja. In diesem Ort war sogar Brinsusail, Seile geschrieben. Ich weiß nicht, das scheint, da steht es doch, das Seile. Das scheint also der Fluss da hinten zu sein. Fluss oder Bach, da bin ich ihm noch nicht ganz hinter. Ihr dürft mir mangelnde Allgemeinbildung vorhalten. Wenn ich jetzt sage, ich meine das schon mal irgendwo gehört zu haben, aber ich kann mit Seile so nichts anfangen. 15 Uhr, also. Das ist wohl die Seile. Ich habe keine Ahnung, wie man das spricht. Alles Überschwemmungsgebiet. Da unten das Dorf, da war ich gerade.
So, dieser Weg, der entwickelt sich bergab. Das habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen. Wirklich zu einem Fluss. Ich wollte die Kamera nicht rausholen. Da unten auf der Ecke ist die Bushaltestelle, wo ich eine gute Dreiviertelstunde gesessen habe. Ja, und eine Dreiviertelstunde kämpfe ich mich jetzt auf dem Berg hier schon wieder rauf. Ist schon ganz schön, ja. Ich meine, es ist vom Regen her ein bisschen weniger geworden. Aufgehört hat es nach wie vor nicht. Ja, Dreiviertelstunde an der Bushaltestelle gesessen. Viel an der stark befahrenen Straße, aber das hat irgendwie keinen interessiert. Hm? Naja. So. Jetzt bin ich auf dem nächsten Berg. Also wie viel Wasser hier runterläuft, ich frage mich, wo das herkommt. Aber das ist hier ein Anblick, ne? Da war ich ja gerade unten. Da in dem Dorf, wie gesagt, da hinten runter irgendwo muss da die Kirche, da muss die Bushaltestelle sein, wo ich Pause gemacht habe. Da Kirchen sieht man hier ohne Ende. Ja, das ist schon so ein Anblick. Wenn man hier jetzt in die andere Richtung läuft und da runterkommt. Ja. So. Akku muss ich gleich wechseln. Und ich sehne mich nach ein bisschen Trockenheit. Es ist jetzt ja, den ganzen Tag nicht, aber wann fing das an? 13 Uhr, 12 Uhr fing es an zu regnen. Jetzt ist 15:30 Uhr. Seit mehreren Stunden jetzt nonstop am Gießen. Es ist 16 Uhr. Ja, es sieht ja eigentlich genauso aus wie vor einer halben Stunde. Es ist schon eine atemberaubende, schöne Landschaft. Wenn ihr euch das jetzt mal in Sonnenschein vorstellt, da unten ist die Sail. Wir rennen jetzt quasi so einen Bogen, den Berg rauf. Und da bin ich übrigens jetzt gerade gekommen. Wie gesagt, das ganze Wasser, was hier den Berg runterläuft, ist schon faszinierend. Ja, ja. Wir rennen jetzt hier den Berg rauf. Und Vixio Sail ist dann ja wieder unten. Also da rennen wir dann im Prinzip wieder runter. Ja. Es ist 17 Uhr. Da in dem Dorf war ich gerade. Da oben an dem Punkt, da bin ich heute auch schon dran vorbei. Ach, allmählich fängt es an, so ein bisschen lästig zu werden. Aber auch, weil es sich eingeregnet hat. In gut 2 Stunden wird es dunkel. Ich mache mir allmählich Gedanken, wo man denn hier wohl bleiben könnte. Ist eigentlich noch zu früh, weil wegen Jägerei und so weiter, die ja meistens in der Dämmerung läuft. Also 1,5 Stunden ist eigentlich offiziell Sonnenuntergang, also es sind 2 Stunden dann wirklich dunkel. Es ist 18 Uhr. Ich denke gerade, was ist das denn da schon wieder? Auch wieder so eine Bunkeranlage. Okay. Ja, kann man so nicht ausfindig machen. Wie gesagt, diese Bäche, das hat irgendwas. So, aber grundsätzlich ist es wegen 18 Uhr. Aber es gibt hier noch was. Moment. Hier oben steht nämlich dran. Vixio Sail 10 Kilometer. Ja, okay. So, dann geht es jetzt also hier weiter. Und ich stellte gerade fest, als ich kürzlich mal Pause gemacht habe, wenn man dann bei diesem Wetter so Pause nennt, ohne Unterstand. Ich bin genau da, wo ich sein will.
idealer geht das nicht. Ich marschiere jetzt direkt, das sind irgendwie Luftlinie noch 3 Kilometer, auf den Lagerplatz zu, den ich mir ausgesucht hatte, per Karte. Und ja, mal gucken, was mich da jetzt gleich erwartet. Bis dahin ist auch 18 Uhr. Ist natürlich noch eine gute Stunde, das ist 19 Uhr, das ist dunkel. Dämmerung ist vorbei, Jagd ist damit auch vorbei. Oh je. Ja. So. Muss man mal gucken, was das dann gibt. Ne? So, ich bin auf jeden Fall groggy, erschlagen und K.O. Halbwegs durchnässt, weil seit 12 Uhr regnet es kontinuierlich. Und ja, der Rest wird sich dann gleich finden. 39,9 Kilometer, es ist 19.35 Uhr, 4 km/h in Bewegung, 3,2 km/h Gesamtschnitt, 231 Meter über normal Null, 9 Stunden und 45 in Bewegung, 2 Stunden und 35 im Stand. So, ansonsten an dieser Stelle so viel. Ich empfehle Gummistiefel. Also ich habe immer wieder knöcheltief im Morast gestanden. Der Stock hat unheimlich gute Dienste geleistet, das kann man in Worten gar nicht fassen. Im letzten Wald habe ich mich ein paar Mal verlaufen, weil auch die Ausschlagung nicht so ganz lückenlos war. Und dann stehst du so halb in der Dämmerung, wo man ja eh vor Jägermeistern auch schon Angst haben sollte. Und du kannst dann halt kaum noch auseinanderhalten, was ist eine Rückegasse und was ist ein Weg. Aber ich bin jetzt hier genau an der Stelle, wo ich das Zelt aufbauen wollte, geht nicht. Da ist es auch sehr morastig. Und hier geht es jetzt aber erstmal notdürftig. So, und das werde ich jetzt machen und dann... Ich bin aber ziemlich genau da, wo ich sein sollte. 39 Kilometer, ich hatte eigentlich 42 kalkuliert. Jetzt muss ich erstmal gucken, wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wie Mondzeiten sind und ähnliches. Guten Morgen, heute ist Dienstag. Ich weiß gar nicht so genau, Anfang März. Müsste der 3. März heute eigentlich sein. Hier habe ich heute Nacht übernachtet. Und jetzt ist es... 7.50 Uhr, also eine gute Stunde bin ich hier schon wieder mit Rödeln beschäftigt. Gut, anstatt, ich war jetzt natürlich wieder trottelig, die GoPro mit in den Schlafsack zu nehmen. Ja, hatte ich sie natürlich irgendwo wieder versteckt und gestern Abend keine Lust mehr, sie noch wieder rauszukramen. Ich war ja gestern 19.30 Uhr, so ungefähr 20 Uhr hier. Hab dann auch geschlafen wie ein Stein und bin dann, als ich wieder wach wurde, war es erst nicht mal 23.30 Uhr oder so war es erst. Ja, war die Nacht immer wieder wach, immer wieder wild geträumt. Oh, also war angenehm, ist anders. Aber ist jetzt wieder alles mit klammen Fingern. Es soll irgendwie gemäß Google 3 Grad sein oder so. Ging aber, ging langsam, aber es ging, ja. So, Rucksack aufnehmen, gucken, dass ich irgendwie meine Stelle zum Hinsetzen finde. Ich bin ja schon mal froh, dass es trocken ist und dann geht's weiter. Von da bin ich gekommen, gestern über die freie Pläne, dass da hinten ist der Wald, wo ich so der Verzweiflung nah war gestern. Ja, und dann geht's hier gleich sofort erstmal wieder die Berge hoch. Nee, doch nicht, geht da unten. Doch nicht, geht da unten weiter. 8:10, gerade eben war es ja 8:10. Ja. Das ist schon ja so, also mal immer noch klamme Finger. Ich bin gerade am Überlegen, es gab gestern noch einen sehr, sehr schönen, idealen Lagerplatz. Und so zurückblickend, zum einen war er ja nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Dieser Platz war ja ideal, weil das war auch genau das, was ich mir ausgesucht hatte auf der Karte. Aber da kam dann ja doch noch eine unheimliche Schlammschlacht hinterher. Dagegen ist dieses hier human. Von daher war es also doch richtig.
so wie ich es jetzt gemacht habe. Gut. Regen, ja, die ganze Nacht über. Irgendwann war es dann trocken. So 2 Uhr nachts oder so. Ja, kalt, 3 Grad, sagt Google. Hatte ich, glaube ich, gerade schon klamme Finger, weil ich natürlich auch einen Stock irgendwo brauche, gerade bei diesen morastigen Wegen. Oh, ja. So, und ich denke aktuell 60 Kilometer, dass ich das wahrscheinlich durchziehen werde, wenn es natürlich in diesem Tempo weitergeht. Dann wird das natürlich so nichts.